BMW hat's gemacht. Audi und Mercedes machen es auch. Toyota hat es vorgemacht. VW hat es erfolgreich nachgemacht. Honda, Mazda, Nissan, Mitsubishi sind natürlich auch dabei. Und Volvo macht ab sofort auch mit dem flatschneuen XC60 bei den kompakten SUVs. Also während Kompaktlimousinen und Sportwagen und große SUVs wie Blei in den Läden stehen, verkaufen sich diese trendigen Allradler nämlich hervorragend. Wir sind in Valencia, Heimat von stolzen Spaniern und noch viel stolzeren Spanierinnen. Ein Auto, das was hermacht, ist hier allererste Bürgerpflicht. Und jetzt muss ich allerdings sagen, dass man sich nach Volvos bisher nicht unbedingt umgedreht hat. Könnte allerdings beim XC60 anders sein. Außen schick, innen sehr bunt. Und ich steige mal ein und sage Ihnen, ob sich dieser SUV auch bei der Shoppingtour bewährt. Mit das Angenehmste am neuen XC60 ist diese relaxte Art der Fortbewegung. Das liegt erstens am Top-Diesel, in dem ich jetzt unterwegs bin, mit 185 PS. Ich meine, 400 Newtonmeter Drehmoment reichen nun mal für die Stadt. Und die aufpreispflichtige Sechsgang-Automatik arbeitet unauffällig. Man hat wirklich nicht viel zu tun. Und es geht sehr rückenschonend vorwärts, denn wir haben eine sehr kommode Federung mit großen Reifen und dicker Gummiauflage. Die nehmen wirklich die gröbsten Stöße weg. Volvo will übrigens jeden vierten XC60 in Deutschland an Frauen verkaufen. Und die sind bekanntlich nur an einem interessiert. Wie viele Schuhkartons kriege ich hinten rein? Meine Damen, eine ganze Menge. Auf jeden Fall so viele, dass es für einen ordentlichen Familienkrach mit ihrem Freund oder Ehemann reicht. Der Kofferraum ist sogar größer als bei VW Tiguan oder BMW X3. Es gibt eine relativ hohe Ladekante, dafür aber eine ebene Ladefläche und man kann wirklich kinderleicht umklappen. Auf der anderen Seite ist der XC60 ein sicheres Auto. Er hält Abstand zum Vordermann, bremst ab, wenn es sein muss, überwacht für mich den toten Winkel und blinkt. Und wenn ich ein bisschen müde bin und einschlafe, dann weckt er mich wieder auf. Also echt clever, das Ding. Die Kehrseite, es piepst die ganze Zeit, wenn einer hinten nicht angeschnallt ist, wenn ich zu dicht auffahre, wenn ich die Spur wechsle. Ein echtes Konzert, das auf die Dauer ein bisschen auf die Nerven geht. Und was kostet jetzt der Spaß, werden Sie sich fragen. Ich sag's Ihnen, 35.800 Euro für den D5. Und damit liegt Volvo bis zu 4.000 Euro unter der direkten Konkurrenz, zum Beispiel dem GLK von Mercedes. Und liefert sogar einen 5-Zylinder-Diesel statt 4-Zylinder wie bei der Konkurrenz. Früher hätten wir gesagt, toll, aber heute müssen wir sagen, leider verschläft Volvo diese Downsizing-Tendenz, diese Verkleinerung des Hubraums, dann würde man nämlich noch mehr Sprit sparen. Volvo sagt 8,3 Liter Diesel auf 100 Kilometer, aber hier in der Stadt sind schon mal über 16. Das ist nicht so vorbildlich. Volvo geht es zurzeit nicht besonders gut. Die Verkaufszahlen sinken weltweit, in Deutschland sogar um 17%. Und Volvo gilt bei Ford als Verkaufskandidat. Zuletzt hat man es mit allem probiert. Mit Sportlichkeit, mit Lifestyle, mit Luxus. Nichts hat funktioniert. Jetzt kehrt die schwedische Marke wieder zu ihren Wurzeln zurück. Zur Sicherheit. Volvos Firmengründer stellten schon 1927 fest, dass Autos vom Menschen bewegt werden und dass deshalb die Sicherheit als Leitprinzip hinter allen Volvos stehen müsste. Tack, kära svenska vänner. Und für den XC60 hat sich Volvo etwas ganz Besonderes ausgedacht. Das City Safety System. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal. Ich demonstriere jetzt mal so mit 20 km/h den Stadtverkehr. Ich fahre so vor mich hin, bin abgelenkt. Zum Beispiel durch das umständliche Fernbedienungsnavi von Volvo. Merke ich, dass da vor mir ein Auto steht und das Auto bremst und setzt. Das ist ja nun mal echt eine gute Idee. Jetzt werden wieder einige sagen, das brauche ich doch nicht. Ich bin doch der tollste Hecht da am Steuer. Ich sage Ihnen, meine Herren, sind Sie mal wieder abgelenkt, schauen irgendwie einem Rock hinterher und knallen dem Vordermann drauf, dann kann es ganz schön teuer werden. Ist der Geschwindigkeitsunterschied bis 15 km/h, kommt es automatisch zur Vollbremsung. Ist es mehr als 15 km/h, dann kann ich wenigstens noch ausweichen, weil ich gewarnt werde oder den Schaden minimieren. Und da das City Safety System bei Volvo serienmäßig ist,
ist es, glaube ich, schon eine ziemlich gute Erfindung. Den Allradantrieb zum Beispiel, der eigentlich ein Frontantrieb ist und der seine Kraft per Haldex-Kupplung ab und zu nach hinten verteilt. Dann ist die Bodenfreiheit mit 23 cm ganz ordentlich. Und bergab hilft uns eine Bergabfallhilfe, die wir auf Knopfdruck aktivieren. Dann bleibt das Vehikel sicher im ersten Gang. Aber für richtig harte Touren fehlen ihm eindeutig die Sperren und eine Untersetzung. Die Yachthäfen und Prachtboulevards dieser Welt sind viel eher das Metier des Volvo XC60. Er nennt sich ja immerhin Premium. Um die anspruchsvolle Kundschaft zwischen Valencia und Los Angeles zu überzeugen, hat sich Volvo-Chefdesigner Steve Mattin den Dramatic New Approach ausgedacht. Dazu zählt zunächst mal das größte Volvo-Markenlogo aller Zeiten im Kühlergrill. Damit will man Selbstbewusstsein demonstrieren. Ansonsten sieht man den XC60 nicht an, dass es sich um einen SUV handelt. Zumindest nicht von vorne. Eher wie eine rustikale Limousine im Stile eines XC70 oder A6 Allroad. Von der Seite haben wir zumindest hier die Trittbretter und die etwas erhöhte Bodenfreiheit, die auf Geländegängigkeit hinweisen. Für mich ist es von der Seite eher ein dynamischer Kombi mit derzeit sehr beliebten ansteigenden Gürtellinie und diesen schmal zulaufenden Seitenscheiben. Das gibt diesen beliebten Coupé-Look und die Schokoladenseite ganz sicher hinten. Scharf gezeichnete Rückleuchten, eine ja andeutungsweise gewölbte Heckscheibe, wirklich sehr schick. Das hat überhaupt nichts von einem Lastesel, eher etwas von einem Lustesel. Ich bin inzwischen unterwegs mit dem neuen Volvo XC60 auf den Bergstraßen hoch über Valencia. Volvo kämpft in der Premium-Liga ja gegen Marken wie Audi, BMW und Mercedes. Und da sind die Ansprüche hoch, vor allen Dingen an das Wohlgefühl im Innenraum. Aber da kann der XC60 locker mithalten. Materialien und Verarbeitung sind hier drin auf Top-Niveau. Der Kunststoff der Cockpit-Verkleidung, der sieht eher aus wie Schlangenleder. Meine Damen, da passt das Prada-Handtäschchen doch perfekt dazu. Die wirklich schicken Aluminiumverkleidungen machen sogar Audi-Fahrer neidisch. Und diese freischwebende Mittelkonsole aus Skandinavia-Holz, ja, die erinnert nicht ans Billigregal, sondern viel eher an Bang & Olufsen. Nicht ganz so prickelnd sind dagegen die Sitze. Sehr wenig Seitenhalt und das zweifarbige Leder ist zwar schön vernäht, aber sehr rutschig. Also in engen Kurven wie hier oben rutscht man ganz schön hin und her. Reden wir lieber noch einmal über Fahrspaß, denn der ist durchaus vorhanden, wenn man zu diesem rollenden Designerstudio noch den stärksten Motor mit 285 PS nimmt. Dann gehen wir mal Kickdown und wir stellen fest, boah, der reißt richtig an und schießt uns in 7,5 Sekunden von 0 auf 100. Und dann die Höchstgeschwindigkeit bei 210 plötzlich abgeregelt. Warum? Das weiß nur der schwedische Gott da oben bei Volvo. Denn auf deutschen Autobahnen ziehen ja dann schon die Tiguans an uns vorbei. Dann noch das Fahrwerk. Ganz klar eher auf Komfort ausgelegt. Also Kurvenräuber wird der XC60 keiner mehr. Dafür ist er zu schwer mit 1,9 Tonnen und die Lenkung etwas zu indirekt. Aber der Charakter dieses Autos liegt ganz klar beim relaxten Dahinfahren. Und da ist er wirklich ganz groß. Und jetzt geht's weiter mit unserer Hammer Racing Reportage. Es wird laut, schmutzig und schnell. Warum um alles in der Welt zeigen die uns den 100.000. SUV, werden Sie sich fragen. Diese schweren Spritschlucker. Aber halt, ganz so ist es nicht. Die kleinen, kompakten liegen voll im Trend. Und so wird es auch dem Volvo XC60 gehen. Er hat all die Vorteile eines großen SUVs. Allradantrieb, hohe Sitzposition. Ich finde, er sieht richtig schick aus. Cooler als jedenfalls die Volvo Kombis. Und er bietet riesig viel Stauraum. Ein Auto also wie gemacht für die große Reise. Und es ist ein typischer Volvo mit allem drum und dran beim Thema Sicherheit. Mit diesem Auto werden Sie fast nie wieder einen Auffahrunfall in der Stadt haben, denn er bremst selbsttätig, wenn vor Ihnen zum Beispiel ein Stau steht. Und dieses System gibt es serienmäßig. Also warum soll man das nicht nehmen? Die große Frage ist nur, wollen die Leute ein Auto, das automatisch bremst und dabei blinkt und piept wie eine Spielhalle? Oder wollen Sie ein Auto, das Sprit spart? Genau da punktet der XC60 leider nicht.
denn in puncto Verbrauch und CO2-Ausstoß liegt er deutlich über der Konkurrenz. Alternative Antriebe sind in weiter Ferne und eine Frontantriebsvariante gibt es dann erst ab 2009, um den CO2-Ausstoß zu senken. Man merkt also, ein Auto, das vor der Klimadiskussion entwickelt wurde. Hier wird es der XT60 schwer haben gegen die Bestseller Tiguan von VW und X3 von BMW und gegen den Q5 von Audi und den GLK von Mercedes, die ja erst noch kommen. Hier kann er dann wieder über den Preis punkten, denn er ist günstiger. Ab 33.900 Euro geht's los. Wenn Sie wollen, schauen Sie rein auf dsf.de. Da gibt's unsere Beiträge nochmal zum Anschauen. Wir verabschieden uns aus Valencia, der Hauptstadt des America's Cup und der Formel 1. Servus.